Liebe Donauwörterinnen und Donauwörter, ich komme gerade zurück vom Landratsamt, von der Führungsgruppe Katastrophenschutz, wo ich heute die meiste Zeit des Tages verbracht habe. Und ich möchte euch am Abend diesen Tages jetzt noch einen aktuellen Stand über die Situation in Donauwörth geben. Die Lage ist extrem. Wir haben derzeit bereits einen Pegelstand von rund 5 Metern in der Donau und in den nächsten Stunden werden nochmal 90 Zentimeter hinzukommen. Das bedeutet dann, dass wir tatsächlich dieses Hochwasserereignis HQ100 in Donauwörth erwarten. Der Pegel schwillt derzeit um 3 cm pro Stunde an, das heißt in ca. 30 Stunden erwarten wir den Scheitel. Das ist dann so die Nacht von Sonntag auf Montag und diese Situation erfordert natürlich Maßnahmen und Reaktionen, die wir als Stadt Donauwörth mit unserem Einsatzteam, aber auch insbesondere die Einsatzgruppe oder die Führungsgruppe Katastrophenschutz koordiniert. So wurde die Evakuierung des Stadtteils Zusum angeordnet, um die Bevölkerung dort zu schützen, da es, wenn dieses Hochwasserereignis eintritt, dort für die Bevölkerung gefährlich werden könnte. Insbesondere, weil dann auch sämtliche Zuwegungen in diesem Stadtteil blockiert sind und keiner mehr hinkommt, aber auch nicht mehr wegkommt. Im Stadtteil oder im Stadtgebiet besser gesagt beobachten wir strengstens die neuralgischen Punkte. Die Situation am Krankenhaus ist stabil, auch die 90 cm Zuwachs scheinen verkraftbar, aber wie gesagt, dort sind Wachposten platziert. Wir beobachten die Deichanlage am Herpferpark, auch diese scheint für diese Mengen, die jetzt prognostiziert sind, zu halten. Gleiches gilt für die Deichanlage am Pappelweg. Am Schützenring wird derzeit mit Sandsäcken die Deichanlage verstärkt, ebenso wie punktuell in die Hochwasserschutzanlagen im Ried, damit auch hier beim Extremfall kein Wasser über die Mauer treten wird. Die betroffenen Gebiete in Nordheim und Auxisheim, hier wird die Lage tatsächlich zu beobachten sein, die nächsten Stunden bis morgen früh, inwieweit sich hier tatsächlich die Pegel so entwickeln wie prognostiziert. Hier wird es aber auch, wie überall, wo Häuser hochwassergefährdet sind, sehr stark auf den Eigenschutz auch mit ankommen. Sichern Sie Ihre Häuser auch so gut wie es geht selbst, Kellerschächte, Eingangstüren. Räumen Sie möglichst Wertgegenstände in die oberen Stockwerke, halten Sie sich dann möglichst wenig auch in den Keller und Untergeschossen auf. Weitere Informationen dort wird es dann im Laufe des morgigen Vormittags direkt über die Feuerwehr geben. Sie sehen, es sind ganz, ganz viele Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz, um die Sicherheit von Ihnen allen sicherzustellen. Die Koordination untereinander erfolgt hervorragend. Ich kann Ihnen versichern, dass hier wirklich mit extremem Einsatz gearbeitet wird. Tausende von Sandsäcken derzeit gefüllt werden, um bereit zu stehen. Und alle tun ihr Bestes, um wirklich die Sicherheit von uns allen hier in Donauwörth zu gewährleisten. Hier gilt es aber wirklich ganz, ganz großen Dank zu sagen an allen, die Verantwortung tragen, an die unzähligen Rettungsorganisationen, an unseren Bauhof und überhaupt alle, die hier beteiligt sind. Soweit zum aktuellen Stand der Dinge. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Abend, trotz aller Umstände. Machen Sie es gut und wir halten Sie auf dem Laufenden. Ihr Oberbürgermeister Jürgen Soree.